Ja, der Burkhard Hoppenstedt ist gleich da geblieben. Man muss ja, wenn man Bachelor macht und dann den Master anhängt, muss man irgendwie auch zwei Anwendungsfächer machen und darf nicht das Gleiche nochmal belegen. Und er ist zusammen mit Sebastian Thoma da, um aus dem ersten Semester vom Anwendungsfach Interaktive Systeme was zu Website Redesign zu erzählen. Wer will das Mikro? Ja, hallo nochmal. Also diesmal für das Anwendungsfach Interaktive Systeme 1. Wir haben Website Redesign gemacht. Das heißt, wir haben uns vor eine Fragestellung begeben. Wir untersuchen Content-Stream-basierte Webseiten, sowas wie Facebook. Also viele Nutzer stellen viele Kommentare ein und haben uns die angeschaut und untersucht, wie können wir die verbessern oder auch nur neu gestalten, wenn sie schon ziemlich gut waren. Das Ganze ist dann so abgelaufen, dass wir uns Anfang des Semesters einfach eine Website ausgesucht haben und dann gab es wöchentliche Treffen. Wir werden jetzt anfangen und einfach mal die Webseiten vorstellen, die wir uns ausgesucht haben. Da war zuerst mal Metafilter. Ich dürfte von euch jetzt, weiß nicht, ob das viele kennen, vermutlich eher nicht. Ist eine Website, da muss man einen kleinen Betrag zahlen und dann kann man so ein bisschen darin bloggen, also ist eine abgeschirmte Community. Wie man hier sieht, ist das Farbschema doch sehr wild gewählt auch und die Kommentare sind nicht eindeutig gezeichnet. Da kann man sicher viel machen und haben sie auch viel gemacht. Die zweite Website war Doctus, noch unbekannter, noch wilder. Ich darf hier mal kurz zum Beispiel einen Ablauf zeigen, wenn ich hier auf Upload gehe, dann kommt dieses Feld, wenn ich hier hin will, dann zack, verschwindet es. Ich klicke auf Durchsuchen und dann geht es wieder hin. Da war wirklich einiges an Potenzial drin, was man da verbessern konnte. Stack Overflow ist sicherlich vielen hier bekannt, ist natürlich auch sehr gut gestaltet, da ging es eigentlich mehr um alternative Ansätze. Da muss ich vermutlich auch nicht erklären, was da alles dahinter steht. Und dann noch Reddit, das Tor zum Internet. Sehr, sehr kultig, aber auch natürlich nicht gerade übersichtlich. So, und jetzt wird der Sebastian erklären, wie die Leute da rangegangen sind. Genau. Also wir hatten dann am Ende von unserem Semester jetzt jeder quasi so ein Design zusammengebaut. Er hat die Seite so weit weiterentwickelt und ich will euch einfach mal die Lösung vorstellen, was wir entwickelt haben, jedes Team. Da fange ich an mit dem Redesign der Metafilter-Seite. Was man, finde ich, als erstes bemerkt, ist einfach, dass die Seite jetzt einfach ein viel angenehmeres Farbschema hat. Dem Blau und dem unangenehmen Grün ist jetzt hier oben in der Überschrift dieses angenehme Blau gewichen und man hat es eher in Grautönen gehalten. Also ich finde, also fürs Auge ist es einfach viel angenehmer. Die Übersichtlichkeit wurde verbessert. Ich kann es mal zeigen an dieser Navigationsleiste oben. Das Team hat versucht, durch diese Navigationsleiste es einfach zu machen für die Nutzer, bestimmte Themen zu finden. Kann ich mal zeigen. Hier oben haben wir jetzt diese Navigationsleiste und hier haben wir Themen, nach Themen sortiert verschiedene Beiträge. Ich kann das mal zeigen, wie es funktioniert. Hier oben haben wir Tabs, hier können wir durchklicken, haben hier zum Beispiel jetzt Themen wie Politics, Sports oder Movies und hier befinden sich nochmal die einzelnen Blog-Einträge darunter. Was hier relativ gut gelöst ist, zum Beispiel, wie kann ich jetzt die verschiedenen Themen hier in die Navigationsleiste ziehen. Hier wurde das mittels Drag and Drop gelöst. Wir können jetzt hier drin per Drag and Drop die einzelnen Themen den Tabs zuordnen. Ja, das funktioniert noch nicht alles. Das ist nur mal so ein einfach HTML-Prototyp gewesen. Okay. Außerdem hat das Team hier versucht, diese Blog-Einträge einfach viel übersichtlicher darzustellen. Das war auf der Originalseite, wussten wir oft nicht, was sind jetzt die einzelnen Blogbeiträge, was sind die Kommentare, was gehört überhaupt zu was.
Okay. Ja, genau. Hier kann man, finde ich, schön sehen, was sind die einzelnen Blockabträge. Die sind immer in diesen weißen Kästchen abgrenzt. Wir haben hier sowas wie eine Bewertung und eine kurze Beschreibung. Klickt man auf einen Beitrag, kann man jetzt den Beitrag lesen. Natürlich auch so Sachen dabei wie auf Facebook oder auf Twitter zu posten, was halt eigentlich so auf so eine gute Blogseite halt gehört. Auch ein ganz nettes Feature ist einfach, scrollen wir runter, werden die Beiträge hier dynamisch weitergeladen, also man muss einfach nur nach unten scrollen, hat einfach so einen Endlos-Stream. Okay. Was auch nett ist, ist einfach, dass hier unten diese so eine Leiste bleibt, die uns einfach hilft, auf der Seite weiter zu navigieren. Also im Gegensatz zu der ersten Seite wurde einfach die Navigation einiges verbessert. Die nächste Seite war Doctus. Auch hier hat sich einiges getan, wenn man sich an die, wenn man an die erste Seite denkt. Vor allem wurde hier die Navigation verbessert, wurde alles oben einfach in eine Leiste reingetan, die ganze Funktionalität. Man kann hier navigieren, kann auf seine Einstellungen greifen, zugreifen und so weiter. Außerdem wurde versucht, einfach diese Beiträge ein bisschen, ein bisschen reizvoller darzustellen. Auf dem Original-Doctus sah das eher aus, als würde man da gleich in irgendeine Abwurffalle reintappen. Hier wurde versucht, gerade durch diese Thumbnails und durch die übersichtliche Darstellung der Einträge einfach so ein bisschen Übersichtlichkeit zu gestalten, damit es dem Benutzer einfach leicht fällt, vielleicht sich mal verschiedene Dokumente durchzulesen oder einfach auf ein bisschen, dass es auch ein bisschen Anreiz gibt, auf der Seite zu stöbern. Ja. Nächste Seite war Reddit. Wer vielleicht mal auf Reddit war, weiß, dass wenn man da sich nicht auskennt, dass es relativ schwer ist, da zu navigieren. Hier hat man vor allem eine bessere Navigation geschaffen, indem man hier links eine schöne Navigationsleiste aufgebaut hat und einfach die Beiträge ein bisschen übersichtlicher versucht hat zu gestalten. Gerade, wir sehen hier, wird auf so ein Reddit, also auf so einen Post geklickt, klappt sich ein Menü aus und es ist einfach leichter zu sehen, was da überhaupt zu was gehört. Der Benutzer fällt es einfach leichter, sich später auf der Seite zu orientieren. Als letztes Redesign war dann das von Stack Overflow. Wie wir gesagt haben, die Seite war jetzt nicht explizit schlecht, aber hier einfach noch ein neuer Ansatz, wie man sowas gestalten könnte. Relativ minimal gehalten, oben durch einfach so eine Navigationsleiste kann man sich durch die Seite klicken, kann hier verschiedene Posts betrachten. Hier sind so wichtige Sachen angeben. Beispiel, wenn man halt sieht, ach okay, der Post hat jetzt viele Views, viele Kommentare, kann es sein, dass es einfach für einen selber hilfreicher ist. Da es gerade auf Stack Overflow vor allem über Umprogrammierprobleme oder sonst was geht. So kann man schnell herausfinden, welchen Post einen vielleicht interessiert oder welchen man auf jeden Fall durchlesen sollte. Okay, als nächstes will ich euch noch kurz vorstellen, eine Methode, wie man bei so einem Redesign vorgehen kann. Oft war es einfach der Fall, dass man vielleicht einfach, vor allem am Anfang, einfach nicht so wirklich weiß, wie soll ich anfangen, wie gestalte ich das neu, da man oft einfach von Beginn an anfangen muss, da ein paar Seiten einfach nicht viel übernehmen wollte. Eine Möglichkeit ist da dieses Mimikry, das heißt, man baut seine Seite nach einer Art einer bestehenden Seite nach. Dieses Team hat es anhand von verschiedenen bekannten Internetseiten gemacht. Wie ihr wahrscheinlich erkennt, ist das erste Facebook. Da hat man versucht, einfach das Stack Overflow anhand von Facebook Design nachzubauen, um da einfach so verschiedene Elemente zu testen. Was benutzt Facebook? Was kann ich da übernehmen? Kann ich irgendwie Elemente da sogar vielleicht verbessern und in meine Seite einzubauen? Also es geht nicht darum, dass ich nachher die Seite dann nachzubauen, sondern einfach Ideen zu generieren. Nächste Seite kennt wahrscheinlich auch jeder, war einfach Twitter. Was man vielleicht bei ein, zwei Designs gesehen hat, dass vor allem oft diese Leiste hier oben in verschiedenen Arten so ein bisschen übernommen wurde, modifiziert wurde,
auf die Bedürfnisse, was wir braucht haben für unsere Seiten. Als letztes noch, kennt auch jeder, Google. Ja, ist einfach so eine Möglichkeit, um sich Ideen zu generieren. Dann vielleicht noch kurz, wie so eine Entwicklung über das Semester abläuft, dass man auch sehen kann, okay, da tut sich doch einiges während dem Semester. Das war jetzt von Doctus ein ganz erster Entwurf. Wie man sieht, hat sich da ja im Gegensatz zu dem Endentwurf einiges getan. Nächster Entwurf, nochmal eine Weiterentwicklung und irgendwann kommt man dann halt am Schluss zu dem endgültigen Entwurf. Ja. Okay, jetzt kommt noch von Burkhard was zu Usability. Der Cyborg der nächsten Generation. Das ist ein Eye-Tracker, und zwar ein mobiler. Der ist aus folgenden Komponenten ausgebaut. Da gibt es einmal die Kamera. Seht ihr, der oben dran montiert. Und dann ist da so ein Spiegel dran. Und die Kamera zeichnet sowohl das Bild durch den Spiegel, durch das Glas, als auch den Augenreflex auf. Und dann erhält man zwei wichtige Punkte. Einmal den Pupillenreflex und den Kornealreflex. Das ist der äußere Punkt. Und anhand von denen kann man dann kalibrieren. Was man rausbekommt, sind Videos, also kann man mit der Software analysieren lassen. Hier erstmal eine gute Evaluierung. Man sieht, dass die Leiste oben akzeptiert wurde. Der User hangelt da sich so ein bisschen dran lang und findet dann den Menüpunkt an der Leiste entlang. Wenn das Ganze nicht gut kalibriert wurde, sieht das Ergebnis dann ungefähr so aus. Die ganzen blauen Punkte seht ihr so ein bisschen außerhalb des Bildschirms. Der Eye-Tracker verliert den Kontakt, kriegt die beiden Punkte nicht mehr und setzt die Punkte irgendwo hin. Was noch dazu kommt, der Eye-Tracker, wie ihr eben gesehen habt, ist einfach nur eine Mütze. Wenn man den Kopf bewegt, bewegt sich das Bild relativ dazu natürlich auch. Die Punkte landen außerhalb des Bildschirms. Also jetzt vielleicht noch kurz, da vielleicht auch ein paar Leute da sind, die sich überlegen, ob sie das Anwendungsfach machen wollen. Wen könnte das Fach interessieren? Also interessieren können es Leute, die vielleicht mal im Gegensatz einfach nur eine Vorlesung hören, vielleicht mal selbstständig irgendwas bearbeiten wollen, in einem Team, ja, und einfach so selber was über ein Semester zu entwickeln. Ja, das war es mit unserer Präsentation. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die jetzt gerne noch stellen. Gibt es Fragen? Also die Frage war, warum die Uni-Seite nicht dabei war. Vermutlich einfach, weil wir schlimmere Seiten gefunden haben, wo wir arbeiten wollten. Ja, es ging um User-Generated Content-Seiten. Und auf der Uni-Seite, also da kommt der Content, glaube ich, weniger von den Usern, irgendwie hat man so den Eindruck. So, dann war da oben der Philipp Hock, hat noch eine Frage gehabt. Ich habe es gar nicht verstanden. Wir haben das keine große Studie durchgeführt, weil wir sind einfach nicht so dazu gekommen. Es war eher so, nebenher haben wir versucht, ein paar Informationen rauszukriegen. Wir haben jetzt nicht so viele Testpersonen, ich weiß gar nicht wie viele, aber um da wirklich Ergebnisse rauszubekommen, hätten wir da einige mehr Personen gebraucht, um da aussagekräftige Auswertungen hinzubekommen. Aber generell ist die Idee dann schon so, dass man das begleitend macht, um einfach zu sehen, taugt mein Design oder muss ich das nochmal überarbeiten? Das wird so sein, dass das war jetzt das erste Semester, im zweiten Semester gibt es einen konstruktiven Part, wo man dann ein eigenes System entwickelt für User-Generated Content. Und da kann es dann gut sein, dass man in der Endphase dann halt wirklich eine Studie macht mit Eye-Tracking, um zu gucken, ob das entsprechend gut genug angeordnet ist alles. So, dort.
aus welchen Grundlagen wir es gemacht haben. Also im Endeffekt haben wir echt angefangen mit Mockups, also einfache Mockups zu machen. Zum Beispiel haben wir uns das mal aufgemalt und haben wir das jede Woche uns getroffen mit dem Roger und haben da besprochen, was können wir da uns weiterentwickeln, was ist nicht gut, was können wir besser machen. Dadurch hat sich das langsam entwickelt. Also wir haben einfach angefangen mit Papier und Stift, haben dann in Illustrator weitergemacht und es einfach immer verfeinert, bis am Ende dann das mal so da war. Ein paar haben das dann noch in HTML umgesetzt und ein paar haben dann, weiß ich, noch andere Sachen gemacht. Genau auch, genau. Klassische Agenturarbeit quasi.